Obstkorb und Kicker beiseite. Platz für Studio Fechter. Gemeinsam ändern wir die Sichtweise auf klassische Marketingmaßnahmen und debattieren über zukunftsorientierte Kommunikation. In unserer Turnhalle stehen Nachhaltigkeit und hochwertiger Inhalt stets im Vordergrund. Dazu gibt's aber auch immer eine gehörige Portion Werbefails und aktuelle News rund um die vielfältigste Bubble der Welt. Und nun ab in die Turnhalle. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts Studio Fechter. Hier aus Fechter. Mein Name ist Dennis und neben mir sitzt der beste Kollege, den man je haben konnte und hat, nämlich der Julian. Guten Morgen. Hallo, Herr Tegeler. Hallo. Ich wollte Sie ein bisschen zu Ihren Lehrerzeiten zurückholen. Wieso? Ja, Herr Tegeder. Ach so. Das sagt doch hier keiner, nee, oder? Die Schüler sagten immer, guten Morgen, Herr Tegeder. Ja, oder so. Dann habe ich immer gefragt, habt ihr gut geschlafen? Dann sagten sie, nein. So, dann schlaft weiter. Schöne Zeit. Ich grüße hiermit ganz herzlich meine Ex-Schule und meine Ex-Schüler. Die hören nämlich auch zu. Die wissen nämlich mittlerweile, was ein Podcast ist. Ja. Und die sagen, Podcast ist cool. Und du hast heute ein ganz bestimmtes Thema, nämlich eigentlich das Gegenteil davon. Also genau. Die Fragestellung. Ja, also wir wissen natürlich auch, dass negativ besser klickt. Klickt und klingt. Genau. Und der Name der heutigen Folge ist Podcast ist tot. Bäm. Boah. Ja, wie kommen wir da drauf? Wir machen selber Podcasts und sowas, nicht wenig. Ja, sowas zu behaupten, wäre ja eigentlich blöd von uns. Ne? Aber wie kommen wir auf diese These? Ich könnte dir helfen. Und zwar hatten wir neulich ein Workshop, wo wir so ein bisschen über CSR-Reports und Nachhaltigkeit und Kommunikation nach außen gesprochen haben und auch unter anderem über Podcasts. Und da war ein Teilnehmer dabei, der sagte, wieso, Podcast ist doch tot? Ja. Will doch keiner mehr hören. Genau. Ja. Und das ist ja ganz oft so bei so Online-Medien, diese persönliche Meinung, weil ich auf der Plattform nicht bin, ist da niemand. Genau. Und da bin ich immer ein Freund von Zahlen, Daten, Fakten, dass man da ein bisschen aufräumt und diese persönliche Meinung vielleicht ein bisschen in Perspektive packt und das Thema bespricht, wie es wirklich ist. Mhm. Und dazu haben wir heute wieder ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht. Aber bevor wir damit loslegen, was ist überhaupt ein Podcast? Also da hat jeder eine eigene Definition wahrscheinlich in seinem Kopf. Was wäre für dich ein Podcast? Ja, Informationen zu Themen über ein Mikrofon einsprechen und die dann frei zur Verfügung stellen. Ja, bei mir wäre es vielleicht anders, aber ich lese mal vor, was quellechip.de, kenne auch Leute, die affin sind für Technologie, kennen die Seite auch. Die haben Blogartikel über das Thema Podcast geschrieben. Und was ist ein Podcast? Mhm. Laut deren Definition, ein Podcast enthält eine Sammlung von einzelnen Medienbeiträgen, in Klammern Episoden, also Audio oder auch Videodateien. Wird ja auch immer größer, Videopodcast, das, was wir hier machen, die von Hörern durch den RSS-Feed abonniert werden können. Der Begriff setzt sich aus Broadcast, Deutsch-Rundfunksendung und Pod von iPod zusammen. Wusste ich vorher auch nicht. Mhm. Apples MP3-Player. Pod steht für Playable on Demand, was mit abspielbar auf Abruf übersetzt werden kann. Okay. Also, jetzt wissen wir, was ein Podcast laut Definition chip.de ist. Okay. Aber was ist denn ein RSS-Feed? Ja. Das ist eine Thematik, das wissen viele Leute, glaube ich, gar nicht. Die meisten denken, ich lade jetzt bei Deezer, bei Apple Podcasts, bei Spotify die Episoden überall einzeln hoch und dann können die Leute das hören. Aber das läuft so ab, dass es Hosting-Plattformen gibt, ganz viele verschiedene, ich möchte jetzt hier keine nennen. Und dort liegt der Podcast und ein Podcast hat dann einen RSS-Feed wie eine Webseite. Und die ganzen Plattformen ziehen sich von diesem RSS-Feed immer die neuesten Daten. Deswegen kann es auch teilweise bis zu 24 Stunden dauern, bis von deiner Plattform zu der nächsten Plattform eine neue Folge online geht. Also nach dem Motto, Julian, wir müssen uns beeilen, um 18 Uhr kommt die Folge raus und um 16 Uhr machen wir die startklar. Das wird dann nicht funktionieren. Nein, deswegen gehen die meisten Podcasts auch immer nachts um 12 Uhr online, dass man die dann morgens hören kann, so ungefähr. Okay, verstehe. Genau, und
jetzt wissen wir alle, was ein Podcast ist. Mhm. Und jetzt kommen wir nochmal zu der These zurück. Podcast ist tot. Ich finde die so schlimm, die These. Ja, und da habe ich mal Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht von DigiMind. Ist auch eine große Plattform, kennt man, ja, die man kennt. Den Artikel können wir auch gerne hier in den Shownotes mal verlinken. Was meinst du von 2019 zu 2024, also 5 Jahre? Wie ist da die Zuhörerschaft? Weil alles im Leben ist immer Angebot und Nachfrage. So ist es auch bei Medien. Also wenn du viele Leute hast, die dir zuhören wollen und es gibt wenig Inhalt dazu, dann ist es ein cooles Medium, da zu sein. Und was meinst du von 2019 bis 2024? Ging da die Kurve von Podcast-Hörern eher nach oben oder eher abfallend oder auch gleichbleibend? Also, okay. Also wenn man die Medien so ein bisschen verfolgt und das wenn man die logische Konsequenz daraus zieht, dann muss es gestiegen sein, weil das Wort alleine Podcast kommt in Freundeskreisen oder in Medien schon viel, viel häufiger vor. Gerade zur Corona-Zeit war es ja, glaube ich, auch so ein Hype, wo sie gestiegen sind. Das Thema Corona war ja ein großes Thema auch in Podcast. Und von daher glaube ich zu wissen, es ist höher geworden. Genau, also es gibt da eine Prognosen zu, wie das 2024 sein wird von der Zuhörerschaft. Und 2019 haben 274,8 Millionen Leute Podcasts gehört, 2019. 2024 soll das um 70% gestiegen sein, also soll es 504,9 Millionen Podcast-Hörer heftig geben. Also das sind 70% mehr Audience, mehr Leute, die Podcasts hören wollen. Und die Demand, also ist halt höher geworden, und die Supply, also wie viel es gibt an Podcasts, was meinst du, wie viele verschiedene Podcasts gibt's? Also weltweit? Also ich schätze mal mindestens 1 Million oder so. Ja, also 2,4 Millionen Podcasts weltweit. Also Podcast-Themen, also Podcast generell. Genau, Podcast generell. Wir machen. Genau, okay. Aber es gibt auch Leute, die haben eine Folge gemacht zu einem Thema Podcast. Und dann das ist dann, genau, das ist dann Podcast. Okay, alles klar. Okay. Also der Markt ist nicht tot, also er wird größer. Ja. Und das... Also der Podcast ist nicht tot sozusagen, genau, weil der Markt immer größer wird. So genau, meinst du, ne? Ja. Genau, und du kannst ja auch gucken, was die Plattform für verschiedene neue Features ausrollen, weil die haben ja die ganzen, da steckt ja ein Business hinter, und die machen ja Sachen nicht aus Luft oder aus, keine Ahnung, aus was. Aus guter Laune. Aus guter Laune, genau, sondern die machen das ja schon mit einem Business Case dahinter. Ja. Und wenn keiner Podcast hören würde, würde zum Beispiel YouTube jetzt nicht ein neues Feature bei sich auf der Plattform integrieren, wo man Videopodcasts konsumieren kann. Also es gibt für diejenigen unter euch, die auch mal bei YouTube was hochladen, da kann man Playlisten erstellen, und man kann jetzt auch Podcasts, also Videopodcasts erstellen. Und das ist eine Thematik, wissen die meisten noch gar nicht. Mhm. Und YouTube macht das ja nicht, weil Podcast tot ist, sondern weil der Trend immer größer wird. Ja. Dann habe ich auch noch einen Artikel mitgebracht. Spotify hat wird ein neues Feature, ich weiß gar nicht, in Amerika ist das, glaube ich, schon live, Spotify Live, wo es gibt ja im Videobereich gibt es Twitch als Live-Plattform extra. Viele wie Facebook, Instagram, YouTube haben dieses Feature bei sich auch integriert, wo man dann live gehen kann. Und Spotify macht jetzt genau das Gleiche bei sich in der Plattform. Ach. Also, dass man Live-Podcasts zuhören kann. Mhm. Genau, man kann da Live-Diskussionen erstellen oder auch dran teilnehmen. Da gab es doch auch so eine App zur Corona-Zeit. Wie Clubhouse. Clubhouse, genau. Ja. Sowas Ähnliches ist es dann. Genau, die haben einfach diese Clubhouse-App bei sich in der großen Spotify-Umgebung integriert, ja, was ich mega smart finde, ja, weil da sind die Leute eh schon, um Audioinhalte zu
hören und können sich dann halt aussuchen, ey, will ich was live hören und da auch dann vielleicht auch live meine Meinung zu sagen oder will ich was hören, was schon abgedreht wurde? Aber was glaubst du denn, ist der Grund dafür, dass Podcast immer beliebter wird? Also warum hört man überhaupt Podcasts? Früher war es halt die Hörspielkassette von Benjamin Blümchen und die drei Fragezeichen und TKKG. Also das heißt, man wurde unterhalten, währenddessen man Sport macht oder geputzt hat zu Hause oder sowas. Ja. Und jetzt ist es ja Podcast. Genau, ich glaube, Podcast ist A, das Medium Radio und so, das wird es auch immer geben, weil Leute während des Haushaltes, während der Autofahrt oder Sport. So Sport, keine Ahnung, nebenbei auch Inhalte konsumieren wollen in Form von Musik oder ich will was lernen oder ein Laber-Podcast. Man will irgendwie berieselt werden. Mhm. Der Vorteil bei Podcasts ist, dass ich mir aussuchen kann, wann ich es konsumiere. Und das wird ja auch bei traditionellen Medien wie Fernsehen auch immer mehr mit Mediatheken. So, ich muss den Tatort nicht sonntags um 20:15 gucken. Und du bist großer Tatort-Fan. Riesen-Tatort-Fan. Und ich gucke den auch immer sonntags um 20:15. Ich bin da eher der Rosamunder Pilcher-Typ. Ja. Das ist auch okay. Aber ich könnte den theoretisch auch montags gucken, wenn ich da Zeit habe. Okay. Durch die Mediathek. Und das wird ja immer mehr, dass Medien sich auch den Zuschauern oder Zuhörern einfach anpassen. Ja. Und da ist Podcast ja auch perfekt. Deswegen so. Auch das Endwort Pod, hast du ja gerade vorgelesen, die Definition passt ja genau. Ich kann dann hören, wann ich möchte. Genau. Ja. Und dahingehend ist das Medium, ja, finde ich, also sehr effizient und auch, wie gesagt, die Zeit, wenn ich zum Kunden fahre, ist für mich dann nicht tot, sondern ich kann dann zum Thema Marketing mir neue Sachen beibringen lassen von anderen Leuten und das während der Autofahrt hören. Ja, es gibt aber, genau, es gibt solche Tutorials oder solche Themen, es gibt aber auch schöne Themen. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es um so Relaxen. So, und dann haben die, das war so ein bisschen wie so eine Yoga-Stunde. So. Genau. Und das fand ich auch ganz, also man muss ja nicht immer konsumieren und das Gehirn noch voller machen, sondern man kann ja auch zum Beispiel in der Badewanne liegen und sich einen schönen Podcast anhören. Oder wenn ich mit meinem Wauwau spazieren gehe, dann höre ich zum Beispiel immer so Erziehungstipps. Weißt du, finde ich auch lustig. Ja. Also und das ist ja das Geile, es gibt ja alles. Es gibt alles an Themen. Ja. Was hörst du gerade aktuell? Also ich muss sagen, OMR hör ich sehr gerne, weil man da immer die neuesten Marketing-Trends, also wenn ich so bin oder fest und flauschig, also auch diese Podcasts, die schon wahrscheinlich 2019 auch schon da waren und als das in Deutschland anfing, auch größer zu werden, die dann sofort auch da waren. Aber es gibt ja für alle Anwendungsbeispiele gibt es Podcasts, wo du auch riesen Mehrwerte generieren kannst. Mhm. Also man kann seine Verkaufsmannschaft, wenn du überall in Deutschland Vertriebler hast, kannst du über einen Podcast perfekt informieren. Ja. So, du musst nicht das Teams-Meeting machen, wo alle dann an dem Zeitpunkt auch da sein müssen. Mhm. Vertriebler fahren sowieso ganz viel Auto. Mhm. Warum mache ich das nicht so, wenn ich irgendwelche News zu meinem Produkt habe? Erzähle ich die einfach. Ja. Das sind die neuen Features, bla bla bla. Kann man für Endkunden benutzen, aber auch für seine Vertriebsmannschaft. Die können sich das dann auf der Fahrt zum nächsten Kunden anhören. Ja, ich weiß, was du meinst. Also das auch nutzen als Kommunikationsmittel, um vielleicht Ressourcen zu sparen, weil Sales Meeting kostet ja, kostet Zeit, kostet Power. Da hast du recht. Spedition. So, wir haben ein Format bei uns, wo wir die Mitarbeiter mit Videoinhalten immer auf dem Laufenden halten, so eine kleine Nachrichtenshow, so Spedition. Wie kommen die auf ihre Berufskraftfahrer oder Fahrerinnen? Wie können die informieren? Die sitzen den ganzen Tag auf dem LKW, jeder hat einen verschiedenen Schichtplan, whatsoever. Podcast, mega. Die sitzen 5-6 Stunden im LKW und können dann nebenbei Neuigkeiten aus der Firma kennenlernen. Also es gibt so viele Anwendungsbeispiele für Podcasts. Ja, ich kenne ganz viele, oder ich kenne zwei, die lernen Sprachen dadurch. Also, ne, also sitzen im Auto, fahren ganz viel Auto, auch Vertriebler, und die ziehen sich dann einfach eine neue Sprache rein, oder ihre Sprache zu verbessern. Genau, und aus Erfahrungen, die ich einfach nur
auch euch mitteilen kann, Podcast wird sehr lange auch konsumiert. Also da ist nicht die Absprungrate wie bei anderen Medien, TikTok, ich gucke 5-6 Sekunden, zack, weiter. Instagram scroll ich, das sind ja alles Scrolling-Plattformen. Mhm. Aber bei Podcast lasse ich mich wirklich auf die Inhalte ein und bin dann vom Kontaktpunkt her zu der Person, die mir zuhört, viel, viel intensiver, als wenn ich bei TikTok einmal 6 Sekunden gesehen wurde. So ein bisschen wie Fast Food. Ich esse schnell meinen Burger und dann, weißt du, das ist dann so TikTok. Oder ich gehe schön ins Restaurant mit Vorspeise, mit Nachspeise. Ich lasse mir einfach Zeit dafür, um dementsprechend zu konsumieren. Genau, und beide haben eine Daseinsberechtigung. Ja, absolut. Und beide erfüllen auch einen gewissen Zweck, um ein Ziel zu erfüllen. Aber man könnte auch einen Podcast machen, sozusagen, der dauert 2 Minuten, um einfach eine ganz, ganz kurze, prägnante 5 Episode Tipps und Tricks zu deinem Auto. Ja, das würde auch gehen. Wenn du lange auf den Radioknopf drückst, dann passiert das und das. Ja. So, also das würde auch funktionieren. Ja. Machen wir. Übrigens gibt es bald. Aber es gibt so viele Nischenthemen. Also ein Argument von der Person war ja auch, ja, es gibt ja schon fast alles an Podcasts. Nee, so, ja, es ändert sich ja auch die Welt, die Gesellschaft und es kommen immer neue Themen dazu. Erstens das und zweitens gibt es alles schon. Weißt du? Ja. Also wenn du so anfängst, dann darfst du auch kein neues Unternehmen gründen, weil es schon 100 Millionen Pizzerien gibt. Genau, gut, dass du es sagst. Es gibt nämlich, ich habe letztens einen Bericht gesehen, da hat jemand ein Bäcker hat ein neues Brot erfunden. Also man kann ja das Brot nicht neu erfinden, aber jetzt einfach anders gestaltet. Und der Kollege vom letzten Woche hätte vielleicht gesagt, ja, es gibt schon Brote, was willst du da noch machen? Ja. Ja, der hat aber einfach die Rezeptur ein bisschen verändert, hat das gleiche Brot gemacht und ist damit sehr erfolgreich, sehr, sehr erfolgreich. Das meinst du, glaube ich, mit dem, es gibt schon alles, aber man kann es ja irgendwie nochmal spezifizieren oder was ich für sich nochmal neu denken. Genau, verschiedene Konzepte, verschiedene Persönlichkeiten. Das ist ja auch so ein Thema, wo wir ganz viel drüber sprechen. Es gibt 100 Handwerkbetriebe, die machen alle inhaltlich das Gleiche, also zum Beispiel Rohre verlegen oder Solaranlagen verlegen. Aber was ist denn nicht gleich? Die Person, die da arbeiten, das Teamgefühl. Und darum geht es dann ja. Ich will einen coolen Chef haben, wofür ich arbeite. Ja. So, und die Persönlichkeit ist bei jedem Mensch anders. Und Also alle, die jetzt schon zuhören, haben ja schon mal Podcast, also wissen zumindest, was Podcast ist und hören Podcast. Das muss man eigentlich weiter verbreiten. Zum Beispiel, also meine Mutter, die näht gerne und es gibt auch Näh-Podcasts zum Beispiel. Ja? Jede Nische. Aber meine Mutter ist auch schon, wird 69 und das, auch sie ist eine absolute Zielgruppe. Also, weil sie Spotify hat, irgendwie auch jeder oder keine Ahnung, man kann es ja auch, was gibt es noch? Apple Music, glaube ich. Dieser iHeartRadio. Es gibt so viele Plattformen. Ja. Auch da, das ist ja auch eine Thematik, die wir sehr oft hören, Facebook ist tot, da geht nichts. TikTok, da erreiche ich ja meine Kunden nicht. LinkedIn, da erreiche ich aber keine Azubis. Mhm. So dieser Gedanke immer, ne? Ja, aber wenn man dann die Zahlen, die Fakten sieht, dann ist es einfach genau anders. Das ist immer dieses Subjektive, wo ich denke, das ist so. Aber letztendlich, das sind also Millionen Firmen. So, und die verdienen damit Geld, dass relevante Inhalte relevanten Personen gezeigt werden. Aber es ist dann halt so, wie du schon richtig sagst, letztens auch sagte ein Kollege, Facebook gibt es gar nicht mehr. Ne? Das ist so ein Schwachsinn. Genau, weil sie vielleicht ein halbes Jahr nicht auf Facebook waren. Genau. Außer dann am Geburtstag, wo dann halt 300 Leute auf einmal gratulieren. Aber sagen dann, Facebook ist tot. Aber es gibt noch so viele, du sagst ja mal Gruppen, zum Beispiel bei Facebook. Das funktioniert so gut. Bei Facebook, naja. Da sind die Interaktionsraten. Ich kann teilweise verstehen, wenn Leute sagen, im Feed ist nicht mehr so viel los und so, kann ich verstehen, dass man das subjektiv denkt. Ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber ich habe Erfahrungen aus Gruppen, wo so viel über Produkte, Probleme sich ausgetauscht wird. Und wenn ich ein erklärungsbedürftiges Produkt habe und dazu eine Nische habe und die Gruppe zusammenholen kann, das gibt so viele Mehrwerte für das Unternehmen, weil die Leute, die ein Problem haben, das wird nicht die einzige Person sein, die das Problem hat, da wird es mehrere Leute geben. Und wenn die sich gegenseitig helfen, rufen die nicht alle an. Ja. So, aber wie gesagt, da gibt es so viele, es kommt immer aufs Ziel drauf an, was ich habe. Und
dann komme ich auch irgendwie zu guten Inhalten. Und wie gesagt, so absolute bin ich überhaupt gar kein Freund von. Okay. Das geht gar nicht oder das gibt immer Anwendungsbeispiele. Ja, finde ich auch. Also damit ist ja eigentlich das Thema schon durch. Ja. Und wir machen sehr viel Podcast momentan. Also wir haben auch Anfragen, ob wir Podcast erstellen. Natürlich, dafür haben wir alles hier. Also da kann man auch gerne uns mal fragen. Ne? Auch Technik ist ja auch mal so ein Thema. Ja. Also wenn ihr da mal Lust habt oder wenn ihr da mal wollt, fragt uns gerne oder ruft uns an. Genau, und wir produzieren ja gerade auch, hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, einige Podcasts. Jo. Wenn ihr darauf Bock habt, dass wir mal so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten von unseren Kunden veröffentlichen, Erfahrungswerte, Rezensionen, was auch immer. Kommentiert das, schreibt uns, dann machen wir dazu auch mal eine Folge, oder? Sehr gerne. Unser Podcast hat ja immer so Kategorien. Ja? Also das aktuelle Thema haben wir abgearbeitet. Wir haben hier so eine Tafel übrigens für alle, die uns jetzt bei YouTube sehen. So eine Tafel, wo man was draufschreiben kann. Das ist sehr nachhaltig, finde ich gut. Ein aktuelles, das haben wir schon. Genau. Also Spotify Live haben wir, glaube ich, behandelt. YouTube Podcast Feature Zahlen haben wir auch gemacht. Und dann haben wir noch Turnhalle Event hatten wir. Also Neuigkeit aus der Turnhalle. Genau, da würde ich gerne einmal kurz drauf eingehen, ja. Weil wir machen natürlich online sehr viel Inhalt zu dem Thema Kommunikation, wo wir für den Mehrwert in Kommunikation ja auch kämpfen. Ja. Ne? Und alle Marketingleute, die da draußen sind und auch für das Thema Kommunikation brennen und dafür kämpfen. Ihr seid nicht allein, wir sind auch dabei, weil ist ja manchmal so, manchmal wird es abgetan von Leuten. Und diesbezüglich machen wir dann auch teilweise Workshops, wo wir Gruppen einladen, wo wir Vereine einladen, um zu zeigen, was bei denen eigentlich so möglich ist. Mhm. Und wir hatten den Roundtable hier aus Vechta und Kloppenburg, genau. Ist das, glaube ich, hier bei uns in der Turnhalle. Und da hast du ja einen kleinen Vortrag gehalten. Mhm. Wie war so dein Gefühl von dem Vortrag? Also erstmal, was haben wir da vorgetragen? Also, wir haben unser Konzept, unsere DNA, unsere Passion vorgetragen, wie wir kommunizieren. Da gibt's halt, wir haben uns halt so eine Strategie überlegt und die versuchen wir halt, oder die wenden wir mal an, das funktioniert ganz gut, weil du hast ja Back-Practice-Erfahrung auch und da haben wir das ein bisschen noch ausgefeilt. Genau, das haben wir den Kollegen oder den Besuchern erklärt, das machen wir jedes Mal. Und also ich fand den Roundtable Vechta Kloppenburg richtig nett. Also richtig, richtig nette Jungs, muss man sagen. Okay. Das war der Jungtable, ne? Der Youngtable sozusagen. Also nett ist ja eigentlich... Also, Bruder oder Geschwister von, ne? von Charlotte. Von Charlotte. Ja, also nett in Wirklichkeit, wie ich sage, fand ich es auch. Okay, und von deinem Gefühl her, da sind ja auch viele Unternehmer bei. Mhm. Wo liegt da Kommunikation? Wie weit sind die alle? Ist das Thema bei denen? Oder würdest du ja sagen, die denken alle, sowas brauchen wir nicht? Also, was war ja, so dein Gefühl? Da gibt es Leute, die denken, sowas brauchen wir nicht. Da gibt es aber auch Leute, die sagen, wusste ich gar nicht, dass man das machen kann. Also das ist ja das Thema, was du gerade sagst. Das Marketing ist ja immer so, man holt sich irgendjemanden, der zufällig mal eine Karte für die Hochzeit seiner Tante gemacht hat, du machst jetzt Marketing. Und 3 Jahre später ist die Marketingleitung. Also nicht despektierlich, ja, aber ja. Es ist ja oft. Und da habe ich immer das Gefühl, wenn wir den Leuten das hier erzählen, dass sie sagen, Alter, das ist ja so ein Verkaufstool, eine Kommunikationstool. Warum haben wir das nicht immer schon so gemacht? Genau, so. Und das spielt ja in so viele Faktoren. Interne Kommunikation, ja, externe Kommunikation genau. Rein. Und was du schon sagst, wir haben ja auch ein paar Best-Practice-Leute hier gehabt. Mhm. Kann man ja auch ruhig mal sagen. Grimme, die waren auch schon hier im Podcast mit ihrem doppelten Imagefilm, mit The World's Best Farmer. Die gehen das Thema schon Kommunikation ja nochmal auf einem anderen Level. Auch anderen Budget-Level, muss man dazu sagen. Genau. Aber die sehen das als Invest und es funktioniert. Genau. So. Und dahingehend will ich hin, dass Kommunikation nicht Geld ist, durch einen Schornstein und weg ist das, sondern das muss man als Invest sehen. Und wenn man Kommunikation gut macht, wird man dadurch sogar Geld machen. Ist so.
Und da sind ja auch zwei Glaubenssätze, sage ich jetzt mal, wo die einen sagen, ey, das ist Blödsinn, und die anderen sagen, ey, wir müssen da dahin, dass wir gut kommunizieren. Und ich hatte das Gefühl, dass bei der Gruppe, die bei uns jetzt war, dass das Thema war. Ja. Und das ist ja schon mal gut. Ja. Also, abschließend kann man sagen, Podcast ist nicht tot und Kommunikation erst recht nicht. Oder? Das kann man genauso stehen lassen. Und ich würde sagen, dann haben wir es für heute, oder? Dann haben wir es für heute. Du darfst die abschließenden Worte für heute mal machen. Danke an alle. Bis bald.